Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video, und zwar geht es heute um das Thema Call of Duty Advanced Warfare und wie ihr in jeder Runde eine Vorratskiste bekommt und wie das funktioniert und was ihr dafür braucht, das seht ihr nach dem Intro. So Leute, das einzige, was ihr dafür braucht, ist Expresslieferung, und das bekommt ihr aus einer Vorratskiste. Also ihr müsst vorher schon ein paar Vorratskisten bekommen haben, wo Expresslieferung drin ist. Ist egal, wie viele Minuten ihr diese Expresslieferung habt, ist egal, ob 15, 25 oder 45, einmal Profi, Kadett und Elite oder irgendwie andersrum, ist auch egal, denn ihr braucht einfach nur, egal wie viel Zeit von dieser Expresslieferung, und geht dann einfach in irgendein Match rein. Es kann Team Deathmatch sein, Herrschaft, Abschluss bestätigt. Ich habe es jetzt nur mit Frei für alle ausprobiert, denn da geht es eigentlich am schnellsten und ist eigentlich am besten dort. Ganz wichtig ist, ihr dürft nicht Nachjoiner sein in diesem Spiel. Also ihr müsst reinkommen, wenn es 0-0 steht, sonst funktioniert das leider nicht. Denn jetzt findet ihr auch raus, warum es so ist. Denn ihr müsst als allererste in dieser Lobby sterben. Dafür könnt ihr einfach eine Granate vor euch werfen oder euch einfach von der Map runterwerfen. Ihr könnt auch als zweite oder dritte sterben. Wenn ihr als vierte oder fünfte sterbt, funktioniert das nicht mehr, leider. Bei Frei für alle ist es aber so, dass man direkt nebeneinander spawnt, und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass man am Anfang sofort stirbt, hoch, und deswegen ist der Modus eigentlich am besten. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, als erstes in der Runde gestorben seid, dann bekommt ihr noch nicht bei dem Tod die Vorräte, denn ihr müsst auch ein zweites oder ein drittes Mal sterben, aber im Verlaufe des Spiels ergibt sich bestimmt der eine oder andere Tod. In einen der beiden Tode oder in drei Toden oder so, innerhalb der Runde, in der ihr dann sterbt, bekommt ihr 100%ig oder zu 95% diese Vorratskiste, und das könnt ihr immer und immer wieder machen. Es ist eigentlich egal, wie oft ihr das macht. Denn ich hatte bis jetzt auch zu 80% in jeder nächsten Vorratskiste, die ich bekommen habe, wieder eine Expresslieferung. Das heißt, es ist, glaube ich, ein Glitch, dass ihr dann in jeder Runde Vorratskisten bekommt und in diesen Vorratskisten auch nochmal Expresslieferung drin ist. Denn das wird dann wahrscheinlich benötigt dafür, dass ihr den Glitch weitermachen könnt. So Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Wenn es bei euch geklappt hat, dann lasst doch einen Kommentar da. Ich bin immer weiter offen für neue Call of Duty Tricks und Tipps und auch für GTA 5. Falls ihr noch Ideen habt, was ich euch mitteilen kann oder was ihr gerne von mir wissen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ich beantworte sie dort unten, und vielleicht sehen wir uns in einem nächsten Call of Duty Video.